Wir bereiten uns jetzt gerade vor. Wasserwanderrastplatz Mönchwinkel. Also diese Brücke hier ist nachts echt laut. Hier knallen andauernd Leute rüber. Boah, das ist denn da drin, ey. Und der Einstieg hier ist echt ein bisschen blöd. Gut, top. Aber wir sind ja erprobt. So, wir sind startbereit. Abkürzung. Und viele Brillen liegen hier drin in der Müggelspray. Also eine über 100 Euro liegt hier jedenfalls drin, halt gehört. Flaschen und der Müll in der Gegend rumliegen, das ist natürlich echt scheiße. Kann man ja auch Ordnung halten hier echt. Man bringt den Kram her und bringt ihn wieder mit nach Hause. Ja, wie man richtig macht. Also du musst ja noch mal raus, wenn deine Spritzschutzdecke hier liegt, Lars. Wir sind jetzt zwischen Stäbchen und Steinfurt.
Wir fahren gerade die zweite Schleife. Nach 2 Kilometern wird dann Steinfurt kommen und mal gucken, ob man da was essen kann. Darcy, der hat sich gerade mit wilden Äpfeln eingedeckt. Sau lecker, sagt er. Naja, wenn es so weitergeht, wird es wahrscheinlich das Einzige sein, was heute ist. Also Steinfurt ist ziemlich versteckt, wie es so aussieht. Im Wesen sind wir gerade dran vorbeifahren. Oder das liegt da hinten, hinter den Büschen irgendwo. Ja doch, hier steht ja was. Anwohner von Steinfurt. Also gehen wir da gleich mal hin. Hier könnt ihr anlegen. Steinfurt liegt da irgendwie. Wollen wir da essen? Aber wir können ja mal gucken, ob off ist. A10 Berliner Ring. Hört man schon seit ein paar Kilometern. So, und hier müsste nachher irgendwo die Jägerbude kommen. Da wir in Steinfurt nichts bekommen haben, weil es dieses Lokal gar nicht gibt. Wenn man zum Ausstieg bei der Jägerbude kommen will, dann kann man sich erstmal durch ein paar hundert Meter Entengrütze kämpfen. Also am besten weiter vorne einfach an der Seite raushüpfen. Dazu kommt auch noch, dass da Gummimatten verlegt sind, die extrem rutschig sind, wenn man da drauf steht.